Herzlich willkommen hier in Jerusalem. Wir befinden uns auf der Terrasse des Paulushauses des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande, direkt vor den Mauern, vor den Toren der Altstadt. Und bei mir begrüßen darf ich sehr herzlich den Erzbischof von Köln, Kardinal Rainer Maria Wölki. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Was bedeutet es für Sie als Christ und auch als Bischof, das heißt auch als Nachfolger der Apostel, hier im Heiligen Land zu sein? Ja, man sagt, das Heilige Land sei das fünfte Evangelium. Und hierhin ins Heilige Land zu kommen, bedeutet, sehr eng mit den Zeugnissen des Evangeliums leben zu dürfen und leben zu können. Ins Heilige Land zu kommen, bedeutet, die Pilgerstätten aufsuchen zu dürfen, von denen wir wissen, im Glauben wissen, auch von der Tradition her wissen, dass hier der Herr selber gelebt hat, dass er an bestimmten Orten gewesen ist. Es ist wunderbar, wenige Kilometer von hier in Nazareth sein zu dürfen oder in Bethlehem, um noch einmal das Geheimnis der Menschwerdung nachempfinden zu dürfen und meditieren zu dürfen, oder auch hier nur wenige hundert Meter entfernt zur Grabeskirche zu gehen, die Golgotha und den Auferstehungsort eben beheimatet und umfängt. Es sind einfach die Geheimnisse der Erlösung, die einem hier in einer ganz besonderen Weise nahe kommen und berühren und dazu einladen, wirklich in den Fußstapfen Jesu zu gehen, nachzuempfinden und auf dem Wege eigentlich auch den eigenen Glauben noch einmal neu zu reflektieren und vor allen Dingen bestärken zu lassen. Als Erzbischof von Köln sind Sie auch qua Amt Präsident des Deutschen Vereins zum Heiligen Lande. Was tut dieser Heiliglandverein hier? Ja, seit mehr als 160 Jahren ist dieser Verein hier im Heiligen Land aktiv. Und das Entscheidende ist vor allen Dingen natürlich, die Christen, die hier leben, zu stärken, zu unterstützen, weil sie eben oft in einer so schwierigen ökonomischen, gesellschaftlichen und auch politischen Situation leben. Und wir haben natürlich ein großes Interesse daran, dass die Christen hier im Heiligen Land bleiben und dass das Heilige Land jetzt nicht dort, wo wir eigentlich unseren Ursprung als Christen dann haben, womöglich ohne Christen sind. Also wir versuchen, die Christen zu stärken. Und darüber hinaus haben wir hier eine Vielzahl von Friedensprojekten, Dialogprojekten. Wir versuchen, mit Judentum, Islam, Christentum im Gespräch zu sein, einander besser kennen und verstehen zu lernen. Vor allem aber haben wir eine hohe Bildungsarbeit. Wir haben gleich hier in unmittelbarer Nähe zu unserem Paulushaus die Schmidt-Schule. Das ist eine der besten deutschen Auslandsschulen, die vor allen Dingen von palästinensischen Mädchen besucht wird und die hier eine hervorragende Ausbildung erhalten. Sie können auch wählen, das Abitur in deutscher Sprache zu machen, also auch das deutsche Abitur. Und viele von denen kommen dann auch zu uns nach Deutschland herüber und studieren dort. Wir haben in Emmaus Kubebe ein Altenheim, eine Senioreneinrichtung, eine Pflegeeinrichtung und gleich daneben eine Pflegeakademie, die in einem vierjährigen Studium eine sehr anerkannte und hohe akademische Pflegeausbildung gewährleistet, die Frauen und Männern zuteil werden kann. Und das ist hier für das Heilige Land und für diesen Kulturraum etwas ganz Einzigartiges und Besonderes, dass auch Männer einen solchen Beruf ergreifen können. Also das trägt auf dem Wege auch zu einer Verständigung innerhalb der Kultur bei, auch zu einer Arbeit und Wertschätzung von Frauen und Männern, die sich auf Augenhöhe dort begegnen können. Wir haben hier viele Volontäre, junge Leute, die für ein Jahr aus Deutschland hier hinkommen, die hier im Paulushaus arbeiten. Und auch das ist ein Erfolgsmodell, weil hier ein Invest geschieht in junge Menschen, die in ihrer Persönlichkeit hier in dem Land und in den Verhältnissen sehr reifen und wachsen können. Ihr Besuch hat einen konkreten Anlass. Sie sind hier, um den neuen Altar der Domitiusabtei der deutschen Benediktiner auf dem Zionsberg zu weihen. Welche
Bedeutung und sie haben es auch finanziert. Das heißt, der Deutsche Verein vom Heiligen Land, als auch das Erzbistum und die Bundesregierung haben hier zur Grundsanierung, zur eine weitgehende Sanierung sozusagen zur Finanzierung beigetragen. Welche Rolle, welche Bedeutung hat die Domitio an diesem Ort? Ja, zunächst einmal bin ich dankbar, dass so viele geholfen haben, diesen Ort jetzt wiederherzustellen und zu renovieren. Das ist natürlich ein Ort eigentlich, wo viele Deutsche, die ins Heilige Land kommen, zur Pilgerseelsorge zusammenkommen, wo sie zusammen den Gottesdienst feiern. Die kleine Mönchskommunität, die dort lebt, engagiert sich gerade in der deutschsprachigen Pilgerseelsorge und sie engagieren sich auch in einem Kulturprogramm, was hilft, Christen zusammenzuführen, Christen verschiedener Konfessionen und Religionen. Es ist ein Begegnungsort zwischen katholischen, evangelischen, orthodoxen Christen oder auch eben orientalischen Christen. Das ist von daher wirklich ein sehr wichtiger Ort, auch des Gebetes natürlich. Von daher bin ich wirklich dankbar, dass der jetzt wieder so hergestellt ist nach einigen Jahren, dass er jetzt auch wieder in dieser Weise genutzt werden kann. Es ist wirklich sehr schön geworden, muss man sagen, die Restaurierung. Ich war auch öfters da. Das Heilige Land, auch Jerusalem, ist ein spannungsgeladener Ort. Der nicht enden wollende Streit um den Tempelberg, die Auseinandersetzung zwischen dem Staat Israel und den Palästinensern und auch, jedenfalls in jüngster Zeit, auch zunehmende Gewalt durchaus gegen Christen oder christliche Stätten, jedenfalls von radikalen Juden. Welche Rolle kann da der Deutsche Verein vom Heiligen Land, aber auch die Domitio spielen? Ja, ich habe eben schon gesagt, der Heilige Landverein ist natürlich sehr darum bemüht, mit allen hier im Land im Gespräch zu sein und ins Gespräch zu kommen. Es ist vor allen Dingen natürlich das Wichtigste und das Entscheidende, sich kennenzulernen, sich in der Unterschiedlichkeit kennenzulernen und dann auch damit natürlich mit Respekt umzugehen und damit zu leben. Und je mehr man sich kennt und den anderen kennt und dort, wo miteinander gesprochen wird, werden natürlich Ängste abgebaut. Und da kann dann, wo Unverständnis oder womöglich auch Hass vorhanden ist, kann das weichen und kann hoffentlich irgendwie Frieden werden und Frieden wachsen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Dienst ist. Und dann natürlich die Ermöglichung, auch in diesen pädagogischen Projekten oder in den sozialen Projekten, die der Heilig-Land-Verein hier vor Ort anbietet, wo Christen, Muslims, arabische Christen zusammenarbeiten. Über das gemeinsame Tun wird natürlich auch eine neue Kultur der Verständigung möglich. Da haben wir in den vergangenen Jahren, glaube ich, hier als Verein vom Heiligen Land sehr viel geleistet und einen guten Beitrag auch zum Frieden geleistet. Was können eigentlich Christen in Deutschland tun für den Frieden hier im Heiligen Land, aber auch aus Solidarität zu den Christen hier, die ja durchaus auch Bürger zweiter Klasse sind und unter den Umständen auch leiden? Naja, das Wichtigste ist natürlich erstmal, was jeder tun kann, das Gebet. Ich glaube, dass wir das gar nicht hoch genug einschätzen können. Waffen bringen im Letzten keinen Frieden und Hass verändert nicht die Welt und wenn, dann immer nur zum Schlechteren. Gebet kann die Welt immer nur zum Besseren verändern, weil dort, wo wir miteinander beten, Gott auf einmal ins Spiel kommt. Und wenn Gott mit im Spiel ist und wir beginnen, ihn an die erste Stelle zu stellen, dann tritt mein eigenes Ich ein wenig zurück. Und wenn es dann noch gelingt, das zu tun, was die Heilige Schrift sagt, nämlich den Nächsten ebenfalls zu begegnen mit Liebe und Respekt, dann und im Nächsten eben auch Gott zu erkennen, dann glaube ich, ist sehr, sehr viel geleistet. Das ist das Erste, das Gebet für den Frieden hier im Heiligen Land. Und dann wäre es natürlich wichtig, wenn wir als Christen in Deutschland das Heilige Land und die Christen hier nicht alleine ließen. Also hier hinfahren, hier hinreisen, die Pilgerstätten aufsuchen, Begegnungsorte schaffen mit den Christen, die hier leben und oft eben unter schwierigen Verhältnissen leben. Ich hatte das eingangs schon gesagt. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Zeichen von Solidarität, von Unterstützung und vor allen Dingen für die Christen, dass sie spüren, die Christenheit
ganz gleich welcher Konfession, denn das ist ja hier ein Schmelztiegel der verschiedenen christlichen Konfessionen, und die spüren, wir sind nicht allein, wir sind im Blick, und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das Dritte ist natürlich sicherlich auch, etwa den Heilig-Land-Verein zu unterstützen, etwa indem sie hier mit dem Heilig-Land-Verein herunterreisen und eine hervorragende geistliche Begleitung und auch hier vor Ort natürlich kompetente Führer haben, aber auch den Verein selber in seinen Aufgaben natürlich unterstützen. Da kann man sich sehr gut über das Internet informieren und das zumindest dann ideell auch von Deutschland aus tun und dabei helfen, dass Christen hier wirklich ja eine Heimat behalten. Ja, Sie haben Begegnung mit Christen hier im Heiligen Land. Was können die Christen, die ja doch unter schwierigen Umständen ihren Glauben bekennen, was können die uns Christen in Deutschland sagen? Ja, natürlich, das ist ein wahnsinniges Glaubenszeugnis, das sie geben. Wenn man so hört, wie die Lebensverhältnisse für sie sind, auch die ökonomischen Lebensverhältnisse sind, teilweise auch ist manchmal nicht unbedingt die Sicherheit gegeben mit Blick auf das Eigentum oder auch die Sicherheit des eigenen Lebens, wenn ich an bestimmte besetzte Gebiete oder an die Westbank eben denke, dass da also Christen aushalten, weiterleben wollen. Das ist ein starkes Zeugnis. Ihr Glaube ist hier oft sehr, sehr gereift und sehr stark. Und ich finde, dass sie vor allen Dingen ein Zeugnis dahin geben, dass sie sich nicht entmutigen lassen, dass sie eine Hoffnung, oft wieder alle Hoffnung haben, dass es doch hier noch einmal auch für sie besser wird und besser werden kann. Die Inbrunst, mit der hier gebetet wird, gesungen wird, das ist etwas, was mich doch sehr auch bewegt hat und was meinen eigenen Glauben auch immer wieder stärkt. Ganz herzlichen Dank, Herr Kardinal. Gern geschehen.